herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute ist Samstag, der 22. Juni. Und heute habe ich schon 44 Seiten gelesen, was ich richtig, richtig cool finde, weil Lesen ja so schwer bei mir ist, aber scheinbar geht's wieder. Eben in dem Buch, was ich euch im letzten Vlog gezeigt habe. Da stand allerdings eine Triggerwarnung drinnen, deshalb war ich so kurz so, soll ich es lesen, soll ich es nicht lesen? Aber ich habe es begonnen und ich finde es sehr gut. Und bis jetzt. Und werde heute oder morgen definitiv nochmal weiterlesen. Dann habe ich schon an einer Geschichte weitergeschrieben. Jetzt will ich mir noch meine Nägel machen, also schneiden und lackieren. Und später, oder nicht mehr allzu spät, aber werde ich dann mit meiner Mama Verwandte besuchen fahren. Das wird sicher schön werden, schätze ich mal. Dann melde ich mich später wieder. Ich bin jetzt wieder zurück von dem Verwandtenausflug. Es war mega, mega schön. Es hat mich total gefreut, alle wiederzusehen. Und ja, wir haben einfach eine mega schöne Zeit miteinander gehabt. Und ich blende euch da ein Bild kurz ein, wo man den einen Teich sieht, bei dem wir waren. Ich finde das voll schön. Das ist halt schon dunkel geworden. Also ich habe es nicht bei... das Foto nicht gemacht, wie wir gekommen sind, sondern eher wie wir gefahren sind. Deshalb ist es schon dunkel. Aber ja. Ja, und ich habe jetzt gerade meine Tage bekommen. Toll. Ich wollte eigentlich morgen mit meinem Freund ins Schwimmbad gehen. Aber das wird jetzt wohl nichts. Das wird jetzt wohl nichts werden, weil ich gehe nicht schwimmen, wenn ich meine Tage habe. Und ja, machen. Dann, das muss ich heute noch mit ihm besprechen, was wir stattdessen machen. Weil ich will auf jeden Fall trotzdem was mit ihm unternehmen. Genau. Und heute werde ich noch duschen gehen auf jeden Fall. Aber ich werde mich jetzt wahrscheinlich auf die Terrasse setzen und noch ein bisschen lesen oder schreiben, weil ich habe heute auch schon ungefähr 2000 Wörter bei einer Geschichte weitergeschrieben, die ich richtig, richtig cool finde. Aber von der kann ich nicht so viel verraten, weil das ein bisschen triggernd ist vielleicht. Deshalb lasse ich es lieber. Ich habe meine Nägel gemacht, allerdings schauen die schon wieder richtig blöd aus. Das heißt, ich mache jetzt wahrscheinlich noch eine andere Farbe drüber, die dann wirklich wahrscheinlich besser halten wird als diese Farbe. Ich habe gehofft, dass das... Es sind sogar zwei Schichten, das schaut trotzdem richtig hässlich aus. Deshalb mache ich jetzt noch irgendeine knalligere Farbe drüber wahrscheinlich oder ein Braun. Mal schauen, wie ich mich entscheide. Das ist mein Synonymbuch, da habe ich... immer verschiedene Wörter und dann dazu ganz viele Synonyme reingeschrieben vor ein paar Jahren. Müsste 2015, 2016 gewesen sein. Und das verwende ich immer für meine Geschichten, wenn mir irgendwie Wörter fehlen oder wenn ich zu oft dasselbe Wort schreibe, dann schnappe ich mir das Buch und dann schreibe ich stattdessen Synonyme hin. Ich glaube, sonst passiert heute nichts mehr Spannendes. Ich hoffe, ich muss... Ich brauche kein Schmerzmittel, weil ich wüsste jetzt nicht, wo ich es hätte. Obwohl, Moment. Habe ich das vielleicht hier irgendwo? Nein, das sind nur meine ganzen Masken. Ich könnte eine Maskensammlung auch mal zeigen. Das könnte ich auch abdrehen, weil eigentlich wollte ich ja diesen Kleiderschrank-Tag endlich fertig filmen. Aber ja, ich glaube, ich mache den. Für den habt ihr ja auch abgestimmt. Und dann kann ich ja trotzdem diesen Maskensammlung auch kurz abdrehen, weil das sind ja nicht viele. Kann ich ja so auch als Zwischenvideo reinwerfen. Ich habe nämlich gerade wieder mega die Top-Motivation, die ganzen Videos zu drehen, weil ich das jetzt so lange nicht konnte und keine Möglichkeit hatte und jetzt schon wieder. Und ja, deshalb mache ich das jetzt richtig, richtig gerne. Und ja, ich hoffe, das gefällt euch auch, dass jetzt viele Videos kommen. Ich glaube, heute habe ich ein bisschen Farbe bekommen, weil ich voll viel in der Sonne gesessen bin. Mich stört das auch nicht. Also mich stört die Hitze gar nicht. Was mich stört, ist, dass ich so leicht schwitze und viel schwitze. Aber die Hitze selber stört mich gar nicht. Für mich gibt es kein zu heiß. Zumindest habe ich bis jetzt noch kein zu heiß erlebt in meinem Leben. Zu kalt definitiv schon, aber zu heiß, nö. Ganz kurzer Einwurf noch. Ich habe Gott sei Dank meine Schmerzmittel gefunden. Gott sei Dank. Das heißt, ich bin nicht an den Betreuer angewiesen, der erst morgen kommt. Das heißt, falls ich Schmerzen bekomme, bin ich jetzt versorgt. Das freut mich. Na gut. Es ist 23:30 in der Nacht und ich habe bis jetzt geschrieben, ich habe heute insgesamt über 5000 Wörter geschrieben an deiner Geschichte. Es war so
packen, dann spannen, was ich geschrieben habe. Ich hab's nicht weglegen können. Ich habe es auch jetzt schwer weglegen können, aber irgendwann muss ein Ende sein. Und das war gerade ein Punkt, wo es gut man es beenden kann. Und schreibe dann morgen wahrscheinlich weiter. Ja, ich bin auch noch gar nicht müde irgendwie, weil das Schreiben hat mich jetzt so wach gehalten. Ich aber jetzt wirklich noch nicht müde bin, drehe ich das wahrscheinlich jetzt wirklich noch. Es ist der nächste Tag, also der 23. Juni 2024 und Sonntag. Ich war bis 3 Uhr in der Früh wach, also bin erst um 3 Uhr irgendwas eingeschlafen. Ups, bin aber dort trotzdem jetzt schon wach, Gott sei Dank, weil ich mag das nicht so, wenn ich den halben Tag verschlafe. Das fühlt sich für mich immer sehr seltsam an. Ich habe vorher gerade schon einen Buscopan genommen, wegen meinen Regelschmerzen. Ansonsten geht es mir eigentlich ganz gut heute. Werde ich jetzt ein bisschen lesen. Mal schauen, wie viele Seiten ich diesmal schaffe. Ich habe hier wieder meinen Kaffee. Das mit den Nägeln habe ich noch immer noch nicht gemacht. Ich will kurz lesen und dann wieder weiterschreiben an der Geschichte von gestern. Ist ja bald zu Ende auch die Geschichte, leider. Aber ich koste es aus bis zum bitteren Ende sozusagen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich das letzte Mal aufgehört habe zu quatschen. Es ist heute auf jeden Fall Montag, der 24. Dezember. Im Arbeitstraining haben wir einen neuen Podcast aufgenommen, eine neue Podcast-Folge. Die habe ich dann auch begonnen zu schneiden. Darin geht es um Selbstbewusstsein. Und ich habe dieses kleine Päckchen bekommen, weil ich weiß auch, was drinnen ist. Und ich wollte es mit euch jetzt aufmachen, weil, also ich wüsste zumindest jetzt nichts anderes, was ankommen sollte. Ja, es ist das Richtige. Ich war jetzt kurz verwirrt, aber es ist das Richtige. Und zwar sind das für meine Smartwatch neue Bänder, weil mir da was abgerissen ist. Und sollte einmal in Schwarz und einmal in Lila da sein. Und jetzt versuchen wir das mal aufzumachen. Okay, die sind beide schwarz. Schade. Komisch. Aber schade. Verstehe ich nicht. Aber sind beide schwarz. Egal. Ich habe jetzt auf jeden Fall zwei. Und jetzt kann ich die austauschen. Und ich freue mich drüber. Also ich muss jetzt wieder aufhören, aber ich melde mich später wieder. Ich wollte es nur ganz kurz mit euch öffnen. Ich habe heute bei diesem Buch ein bisschen weitergelesen. Club der Roten Bänder ist nämlich meine absolute Lieblingsserie. Und die ist ja nach einer wahren Begebenheit. Und von der da Regisseur war und dem das halt auch passiert ist in echt, der hat dieses Buch geschrieben. Und als ich das gesehen habe auf dem Flohmarkt, musste ich das mitnehmen. Ich habe heute, glaube ich, nur 4 Seiten gelesen oder 5 oder so. Aber ich bin mittlerweile auf Seite 97, weil vor dem Klinikaufenthalt habe ich das schon gestartet und habe da schon einiges gelesen. Und das nehme ich jetzt immer mit ins Arbeitstraining, weil das ist schön dünn. Und dann kann ich dort in den Pausen da weiterlesen, wenn ich Lust habe. Weil das Between Your Words ist zu dick, das ist mir zu schwer, das immer hin und her zu schleppen. Und jetzt werde ich dann gleich noch zum Chor gehen. Bin ich schon gespannt, welche Lieder wir singen, weil angeblich neue. Das ist die letzte Stunde vor der Sommerpause, glaube ich. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, ob wir im Sommer jetzt auch weitermachen oder nicht. Muss ich ja fragen. Aber ich freue mich und danach ist so ein Zusammensitzen noch mit Getränken und Snacks und so einfach ein bisschen besser kennenlernen und alles. Und ja, darauf freue ich mich schon sehr. Da muss ich jetzt eh in ungefähr 20 Minuten los. Und da muss ich mir jetzt noch kurz fertig machen. Ich habe eh schon fast alles zusammengepackt. Ich muss mir auf jeden Fall einen neuen Ordner kaufen, weil mein jetziger Ordner mit den Noten ist kaputt gegangen.
Regelschmerzen sind auch immer noch am Start. Habe ich schon Schmerzmittel wieder genommen heute. Aber sind schon ein bisschen besser als gestern zumindest. Ja, naja. Genau. Na gut. Dann sage ich mal Tschüss. Falls das hier der letzte Teil sein sollte von dem Video, hoffe ich, hat es euch diesmal wieder gefallen. Und dann sieht man sich hoffentlich im nächsten Video wieder. Tschüss.